Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern hatte Epic Games noch ganz spät in der Nacht einen Blogpost rausgehauen, den ich tatsächlich erst jetzt gesehen hatte. Ursprünglich war ja auch ein anderes Video geplant. Und zwar wollte ich auf meine alten Videos reacten. Das Video dazu wird dann wahrscheinlich morgen kommen. Und heute werde ich dann alle News von dem Blogpost zusammenfassen, damit ihr es natürlich möglichst schnell bekommt. Und zwar geht es in dem Blogpost um die Unterstützung der Next-Gen-Konsolen. Falls ihr da in dem Thema noch nicht so drin seid, am Ende des Jahres sollen ja die PS5 und dann die Xbox Series X kommen, also die Nachfolger von der Xbox One und von der Xbox One X und der PS4 Pro. Und da sind ja alle relativ geil drauf und deshalb hat Epic Games dazu immer nochmal einen Post rausgehauen, um eben halt zu vergewissern, was dann verfügbar sein wird auf den Next-Gen-Konsolen. Und dazu werde ich euch jetzt alle Informationen liefern. Wenn es euch Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann unterstützt ihr auch diesen Kanal. Und es fehlen, glaube ich, nur noch 60 Abonnenten bis 10.000. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort haben wir jetzt auch wieder die 100 Follower erreicht und dort werde ich wahrscheinlich auch live sein, wenn dieses Video online kommt, beziehungsweise ab 14 Uhr ungefähr, so ist zumindest der Plan. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort auch vorbeischaut und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Blogpost an und dazu wechsle ich einmal auf den Browser und der Blogpost sieht so aus und hier schreibt eben halt, dass Fortnite auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Konnte sich tatsächlich eigentlich schon jeder denken, aber so ist es auf jeden Fall versichert oder vergewissert, dass das Ganze so sein wird. Aber eigentlich relativ obvious, dass eben halt auch auf den Next-Gen-Konsolen so ein bekanntes Spiel wie Fortnite unterstützt wird. Das Ganze soll dann auch direkt ab dem Start der neuen Konsolen erscheinen. Das heißt, es wird direkt ein Launch-Titel und so habt ihr eben halt nicht das Problem, dass wenn ihr am ersten Tag die Next-Gen-Konsolen habt, ihr vielleicht gar nicht Fortnite spielen könnt, sondern es sollte auf jeden Fall direkt dann mit Release der Next-Gen-Konsolen verfügbar sein und es wird natürlich keine komplett neue Version geben, also nicht irgendwie in Fortnite 2 oder so. Es wird lediglich tatsächlich nur verbessert für die Next-Gen-Konsolen, die sind ja ungefähr so vergleichbar wie einem High-End-Gaming-PC, deshalb kann es da ja auch keine, also es gibt ja keine extrem krassen anderen Möglichkeiten auf den Next-Gen-Konsolen als auf dem PC. Die werden im Prinzip nur ähnlicher, also zurzeit ist ja so, dass die Konsolen relativ schlecht sind und eben halt nur durch extreme Optimierung an eine Leistung rankommen, die wirklich gut spielbar ist und da wird es dann im Prinzip nur an die PC-Version angenähert, wodurch man auf Konsolen auch einen deutlich, deutlich geringeren Nachteil haben wird als auf PC. Ich glaube 120 FPS werden dann wahrscheinlich auch unterstützt. Also ist ja das, was dann Mainstream für die Next-Gen-Konsolen ist. Und ich denke mal, das wird dann auch in Fortnite so sein. Die Version ist natürlich optimiert auf die Next-Gen-Konsolen, ist ja klar, das ist ja auch der Sinn von Konsolen, dass man feste Hardware hat, worauf dann eben halt die Entwickler genau die Grafik und alles abstimmen können, sodass es eben halt einfach besser läuft als auf dem PC mit der gleichen Rohleistung. Ist natürlich klar, konnte sich auch jeder denken und die neuen Features der Next-Gen-Konsolen werden natürlich auch genutzt, wie zum Beispiel die SSD, wobei die eben halt nicht so viel in Spielen macht, die eigentlich tatsächlich keinen Unterschied, auch wenn es immer gefühlt der einzige Marketingpunkt von der PS5 ist, aber tut ja auch nicht zur Sache. Auf jeden Fall was ganz Interessantes, auch für uns PC-Spieler, ist, dass die Next-Gen-Konsolen Mitte 2021, also wahrscheinlich ziemlich genau in einem Jahr, auf die Unreal Engine 5 umstellen. Wir hatten ja schon dieses Jahr zum Ende von Season 1 die Umstellung von der normalen Unreal Engine 4 auf die Chaos Engine, der Unreal Engine 4. Ändert nicht viel, hatte am Anfang der Season 2 jetzt, glaube ich, relativ viel für Lags und so gesorgt. Aber bringt jetzt eben halt keine direkten großen Vorteile oder so. Sollte man sich jetzt auch nicht so viel erhoffen, aber es sind auf jeden Fall vielleicht wieder für Live-Events ein paar mehr Sachen drin. Wir hatten ja bisher auch noch kein Live-Event tatsächlich so richtig mit der Chaos Engine. Also bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze dann wird. Ist aber auf jeden Fall ganz nice, ist jetzt auch nicht so speziell. Die Grafik wird eben halt verbessert, Performance wird verbessert und die Hardware wird eben halt einfach besser ausgenutzt, ist ja immer gut, ebenfalls für PC-Spieler natürlich und das Ganze kommt eben halt ab Mitte 2021. Der Fortschritt von gekauften Gegenständen,
Also die Fortschritte auf dem Account und die gekauften Gegenstände werden natürlich auch beibehalten. Also ist ja generell so in Fortnite, wenn ihr auf Konsole spielt und auf PC wechselt, müsst ihr ja nicht einen neuen Account machen, sondern könnt einfach den alten Account behalten und dann auf PC so weiterspielen. So wird es auch auf den Next-Gen-Konsolen sein. Also alles ganz normal. Plattformübergreifend wird das Ganze natürlich auch sein. Das heißt, ihr könnt mit den mit PS4 auch mit Next-Gen-Konsolen zusammenspielen. Das heißt, wenn euer Freund eine PS5 hat, könnt ihr mit dem zusammenspielen, obwohl ihr selbst eine PS4 habt. Und ihr könnt natürlich auch mit PC-Spielern zusammenspielen. Sollte ja auch relativ klar sein. Und die ganzen Gegenstände und alles wird natürlich übertragen. Und ansonsten wird natürlich auch noch auf der PS4 und der Xbox One X für eine sehr, sehr lange Zeit wahrscheinlich noch das Ganze unterstützt werden. Vielleicht wird es irgendwann nicht mehr so krass optimiert sein, also wo die vielleicht zurzeit noch ein bisschen mehr Leistung da reinstecken, dass eben halt das Ganze vernünftig auf der PS4 läuft, werden die danach wahrscheinlich eher den Fokus darauf legen, dass es auf der PS5 bzw. Xbox Series X vernünftig läuft. Also hat man da vielleicht nicht die beste Performance mehr, aber letztendlich kann man es trotzdem spielen und das ist ja das Wichtigste. Soweit sind das eigentlich auch die ganzen Themen schon hierzu. Wie gesagt, geht eigentlich um nicht wirklich viel und ist alles eigentlich auch schon vorher relativ klar gewesen. Allerdings ist es ganz schön, wenn man es dann eben halt nochmal sicher hat. Das war es auf jeden Fall soweit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.